Guten Tag, meine Damen und Herren. BP wusste offenbar weitaus früher über die Katastrophe im Golf von Mexiko Bescheid als bislang zugegeben. Schon 2 Monate vor der Explosion der Ölplattform hatten BP-Mitarbeiter intern über große Lecks in der Nähe des Bohrlochs berichtet. Das belegen Dokumente, die der Nachrichtenagentur Bloomberg vorliegen. Danach war die Konzernspitze schon am 13. Februar über große Lecks informiert worden. Die Dokumente liegen derzeit auch Sonderermittlern des Kongresses in Washington vor. Diese vertreten die Auffassung, BP habe die drohende Gefahr aus Kostengründen ignoriert. Das ebenfalls informierte Investmenthaus Goldman Sachs und der BP-Chef selbst hatten weite Teile ihrer BP-Aktien verkauft.